Hallo, liebe Benutzer, Lichtgeschwindigkeit, Mobil, Nummer 587, am 17. Oktober. Heute aus dem Maschinenraum von der Chaos Computer Club Sprecherin und Informatikerin Fachfrau Konstanze Kurz. Und ich muss es vorher sagen, ich fasse hier zwei Berichte zusammen, einen vom 1. Oktober, den ich nicht behandelt hatte, und jetzt vom vergangenen Freitag. Und zwar, das hat folgenden Grund, hier ist die Vignette, Konstanze Kurz, Ikone in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Grund ist, dass ich hier nicht einverstanden bin mit der Absendung der Konstanze Kurz. Sie zeigt hier eine reaktionäre Grundposition, wobei ich keine Möglichkeit hatte zu überprüfen, ob das sozusagen Blödheit ist oder ob das eine politische Verortung ist, eine rechte Verortung, auch als Sprecherin des Chaos Computer Clubs, affirmativ für die Überwachungspolitik des Innenministers nämlich, oder ob das tatsächlich politische Unterbelichtung ist, nicht zu verstehen, was hier tatsächlich zu beachten wäre. Und das kann ich eigentlich aufgrund der Höhe der Diskussion, die wir in der Piraten- und IT-Gesellschaft führen, nicht annehmen, dass Konstanze Kurz hier keine Ahnung hätte. Es geht einfach um das Stichwort Big Brother is watching you. 1984, der Überwachungsstaat, die Totalität, der Totalitarismus, der hier drin steckt. Und jetzt also mein erster Beitrag, FAZ aus dem Maschinenraum vom 1. Oktober heißt hier, ein echter Bürgerkopf ist nicht vermessbar. Thema ist Sicherheitstechnik mit Lücken und Tücken, die biometrische Datenerfassung, die bei den neuen Pässen, also der E-Perso und Personalausweisen zum Einsatz kommt, ist reichlich störanfällig. Noch schlimmer, sie könnte zur Diskriminierung von großen Teilen der Bevölkerung führen. Also dieses als das Schlimmste hinzustellen, Diskriminierung von großen Teilen der Bevölkerung, das wird dann hier letztlich ausgeführt, indem sie sagt, quasi die Eitelkeit der abgebildeten Person in dieser biometrisch vermessenen Fotoaufnahme sei hier angegriffen, in Gefahr mit dem elektronischen Personalausweis, Biometrieabbildung gekränkt zu werden. Das ist völlig uninteressant. Hier geht es darum, dass wir ein Bild, biometrische Aufnahme im Personalausweis haben können, der zukünftig elektronisch gelesen wird und der damit quasi jeden Menschen an jedem Ort fassbar macht. Und zwar, es fehlt im Grunde hier nur das Gegenstück dazu, die allgegenwärtigen, ubiquitären öffentlichen Kameras. In dem Moment, wo mein biometrisches Bild mit meiner Person über die Kameras verbunden werden kann, über Computernetzwerke, bin ich voll erfasst. Das wird hier gar nicht erwähnt und das finde ich hier sehr komisch, wenn hier der ganze Artikel dann auf so etwas läuft. Ich lese es mal. Ein Haufen neuer Technologien wurde hineingestopft, von digitalen Unterschriften, elektronischem Identitätsnachweis bis zu Messdaten über die Benutzerkörper, Vulgo, ein biometrisches Frontalgesichtsbild und derzeit noch freiwillig die Fingerabdrücke. Das Passbild muss exakt den Anforderungen der automatischen Gesichtserkennung entsprechen, genau wie beim biometrischen Reisepass. Und hier kommen wieder Ihre Gesichtsparameter ins Spiel. Denn die Bürgerkopfformen taugen in der Praxis eben nicht alle für die erträumte algorithmische Erkennung von Gesichtern. Damit die nicht immer vollkommen standardkonformen Antlitze der doch höchst unterschiedlichen Erfassungsobjekte in die vorgeschriebenen Schablonen passen, ist es seit Einführung des biometrischen Reisepasses 2005 üblich geworden, per digitaler Bildbearbeitung passend zu machen. Was nicht von Natur aus passt, Eierköpfe werden abgeflacht, breitschädelige Zeitgenossen elegant verschlankt, Nasen werden versetzt, Narben retuschiert. Das erfreut zwar manchen Kunden, doch in Wahrheit ist es ein echter Schildbürgerstreich. Zwangsläufig geht bei der digitalen Retusche die maschinelle Erkennbarkeit
durch die Algorithmen verloren, denn die Merkmale der Gesichter, an denen sich die Software orientiert, werden verschoben, begradigt oder verzerrt. Das glaubt sie doch nicht selber, dass hier der Staat biometrisch veränderte Abbildungen zur Kontrolle, zur Identifizierung von Personen einbaut, die dann die Identifizierung nicht möglich machen. Dieses ist eine Spürkenkickerei und aus dem Maschinenraum hier das erste Mal tatsächlich ein richtiger Missklang. Tut mir leid, ich gehe jetzt über zu dem Artikel vom vergangenen Freitag, den finde ich sinnvoller. Hier auf der Mauer, auf der Lauer, aus dem Maschinenraum, Freitag, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15. Oktober 2010, Konstanze Kurz, die Fachfrau vom Chaos Computer Club hier in Berlin, schreibt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Das Innenministerium plant den Einsatz von Computerwanzen und hat für die Spionageprogramme auch schon einen wunderbaren Namen gefunden: Quellentelekommunikationsüberwachung. Quellentelekommunikationsüberwachung. Wanzen sind trotz ihres schlechten Rufs nicht unberechtigt ein Teil unseres Ökosystems. Sie fressen Samen und Früchte, knabbern Blätter und zuweilen Menschen an. Man möchte sie daher nicht im Haus und im Bett haben. Auch im Computer oder Mobiltelefon sind Wanzen eher unbeliebt. Die digitale Variante ist allerdings seltener. Doch das soll sich nun ändern, wie aus dem Innenministerium zu hören ist, denn auch in der elektronischen Welt können Wanzen zum Abhören der Kommunikation nutzbringend sein. Das findet zumindest der schwarze Teil der Regierungskoalition. Spionageprogramme auf den Rechner Verdächtiger sollen vermehrt zum Einsatz kommen, installiert von Verfassungsschutz, Polizei und Zoll. Aber gab es da nicht das Urteil des höchsten deutschen Gerichts, dass die Computerwanze, damals Online-Durchsuchung getauft, ein verfassungswidrig erklärte und nur unter strengen Auflagen für denkbar hielt, hat nicht die halbe Republik monatelang darüber debattiert, dass ein Computer für viele ein ausgelagerter Teil des Gehirns ist und daher sehr privaten, regelmäßigen darauf festgehalten wird, gilt der Schutz des Kernbereichs der Lebensgestaltung nicht mehr. Ja, der Begriff der Quellentelekommunikationsüberwachung, kurz Quellen-TKÜ, ist perfekter Beamtendeutsch, Euphemismus, er klingt sauber, chirurgisch stilgerichtet und ging schon in das derzeit in Karlsruhe angegriffene BKA-Gesetz ein. Ausschließlich auf das Erlangen laufender Telekommunikationsinhaltsdaten sei das Eindringen in Computer gerichtet, heißt es in der Gesetzesbegründung. Die Praxis sieht jedoch etwas anders aus. Hier geht es auch wiederum um die telematische Totalität. Ich mache biometrisch den Menschen erfassbar, ich orte ihn über Kameras und ich kann ihn sozusagen zusätzlich da, wo er überhaupt irgendeine Lebensregelung von sich gibt, sofort an dieser Quelle wiederum erfassen, speichern. So, und ich erkläre eigentlich nur diesen Zusammenhang, deshalb auch die beiden Themen hier in einer Lichtgeschwindigkeit. Dann ist der Schritt, dass ich jedem Menschen obligatorisch, also verpflichtend, einen Chip einbaue, der dann die gesamte Kontrolle und Steuerung übernehmen kann. Dieser Schritt ist dann nur noch minimal. Das heißt, wenn wir nicht unsere Orwell 1984, Big Brother is watching you, Nervosität politisch mobilisieren, dann geht die Robotik ihren Weg, dann ist die IT-Revolution sozusagen geregelt, der Totalitarismus ist klar. Das möchte ich mal von Herrn Schäuble hören aus seinem Rolli, wenn er mir erklärt, was denn passiert, wenn statt seiner die Gestapo Innenminister ist. So, liebe Freunde von rechts und links, dumme Mitte hat überhaupt gar keinen Zweck. Insofern, wir müssen hier aufpassen, es ist unser Gemeinwesen, es sind unsere Werte, es ist unsere Menschlichkeit, um die es hier geht, jeden Tag und in Zukunft. Da ist die Zukunft und die Gegenwart. Die ganze Vergangenheit ist uninteressant. Ich sage nur, Tizian ist angeblich 99 Jahre alt geworden. Danach hätte ich noch 39 Jahre vor mir. Das ist ein unüberschaubarer Zeitraum. Also IT-Revolution für alle. Danke für den Aufruf.